Hallo meine lieben Zuhörer, ich bin der Callcenter Crusher und lade euch heute zum letzten Mal zu meinem Video ein. Zum letzten Mal in diesem Jahr. Keine Sorge, die Scammer und auch ihr werdet mich auch im neuen Jahr ertragen müssen, wenn ihr wollt. Den Scammern lasse ich diese Wahl allerdings nicht, denen gehe ich weiter ungefragt auf die Nerven. Nun viel Spaß mit meinem Videoausgang 2023 und wie könnte es anders sein, geht's nach dem Intro los. Jo, moin. Hallo, schönen Tag. Jo, moin. Spreche ich mit Herrn Bergmann? Jo, das bin ich. Mein Name ist Leo Kram von der Trading-Plattform. Sie haben sich bei uns angemeldet vor kurzem. Und ich bin der Kontoberater. Meine Aufgabe ist, Ihnen zu helfen, Ihr Account zu aktivieren. Jo. Sagen Sie bitte, haben Sie schon vielleicht überlegt, mit welchem Betrag Sie einsteigen möchten? Nee, habe ich nicht. Also die minimale Summe bei uns ist 250 Euro. Und nachdem Sie einzahlen, da bekommen Sie Zugang zu Ihrem Trading-Account, können Sie schon traden unter Anleitung unserer hochqualifizierten Finanzberater. Also Ihr Finanzberater, persönlicher Finanzberater, wird sich mit Ihnen in Kontakt treten und dann können Sie mit ihm alle weiteren Sachen ausmachen, wie zum Beispiel Auswahl der Trading-Strategie, Auswahl der Trading-Werkzeuge und alles Weitere. Sagen Sie bitte, damit wir die Einzahlungsweise definieren könnten, bestimmen, haben Sie vielleicht Visa oder Mastercard? Nee, habe ich nicht. Haben Sie nicht. Und dann vielleicht Online-Banking? Jo, das habe ich. Okay. Dann würde ich Folgendes vorschlagen. Ich kann Ihnen auf die Mailadresse hein.bergmann@mailbox.org einen Link, Zahlungslink zukommen lassen für die Einzahlung. Machen wir so? Jo, das können wir machen. Aber ich weiß ja noch gar nicht, wie das funktioniert. Also, wie gesagt, Sie zahlen einfach ein, dann wird Ihr Account aktiviert und Sie können traden auf den Finanzmärkten mit Aktien, mit Rohstoffen, Devisen und auch natürlich mit Kryptowährungen, was jetzt der absolute Hit, der beste Thema ist. Sie handeln, wie gesagt, unter Anweisung, unter Anleitung, Unterstützung von unserem Finanzberater. Ebenso haben Sie von uns Trading-Software zur Verfügung. Können Sie das benutzen auch? Das ist gratis. Und Sie haben die 2 Wochen Probezeit, wo Sie einfach schauen, ob es Ihnen alles gefällt, ob die Systemfunktionen passen und alles weitere. Und dann entscheiden Sie, ob es Ihnen überhaupt passt oder nicht. Und während dieser Zeit sind die Dienstleistungen unserer Finanzberater für Sie absolut kostenfrei. Nach dieser Periode, wenn diese abläuft, so zahlen Sie ungefähr 10% von Ihrem Gewinn, also nur von Ihrem Gewinn, was Sie drüber schon machen und nicht von dem ganzen Guthaben, wissen Sie. So ist es ungefähr, wenn Sie noch Fragen haben, vielleicht. Jo, ich weiß ja gar nicht, wie das funktioniert. Ich habe das ja noch nie gemacht. Ja, das ist ganz, ganz normal. Sie sind also Anfänger im Trading. Jo. Ja, also Sie können traden in Ihrem Account mit Ihrem Finanzberater. Er wird Sie allerlei unterstützen, wenn Sie noch niemals das gemacht hätten. Jo, habe ich nie jemals gemacht. Das habe ich schon verstanden. Also Sie zahlen 250 Euro ein und da haben Sie dieses Geld auf dem Guthaben und damit können Sie traden. Ihr Gewinn hängt natürlich davon ab. Wie geht denn das mit dem Traden? Mit dem Traden? Wie geht denn das? Ja, da am Sie einfach traden ist, dass Sie irgendwelche Aktiva vorerst kaufen und dann was sind denn der Aktiva? Preis ändert sich. Aktiva, Vermögenswert.
ist irgendwas, was etwas kostet. Ja, wissen Sie, ein Rohstoff oder eine Aktie, eine Währung. Oh, dann kann ich bei Ihnen Liter Öl kaufen. Öl meinen Sie? Jo, ein Fass Öl für den Keller. Naja, praktisch. Na, Öl nicht, natürlich. Der Öl kennen Sie. Öl, nicht Öl, Benzin. Benzin können Sie auf einer Tankstelle kaufen. Öl nicht, ja, praktisch bei den Trading-Plattformen. Jo, aber das war doch bei Ölprofit, ne? Ja, aber Öl. Warum kann ich denn da kein Öl kaufen? Sie können Futures auf Öl kaufen. Was ja? kann ich das kaufen? Futures auf Öl. Was ist nicht direkt. Futures? Ja, Futures ist ein Wertpapier, wo Sie eine Prognose machen, ja, auf den Preis von Öl. Oh, ich weiß doch gar nicht, ob der. Das weiß ich doch gar nicht. Wie soll ich dann denn eine Prognose machen? Eben das wird Ihnen Ihr Finanzberater alles erklären. Ich bin der Kontoberater und das geht ein bisschen über meine Kompetenz hinaus. Meine Aufgabe. Ach, Sie haben ist gar nur, keine Ahnung. Ich habe eine Ahnung, ja, aber wie gesagt, Ihr Finanzberater, ihr kennt sich besser in solchen Sachen aus. Er ist ein Berufstrader. Und der kann Ihnen das besser erklären, wenn Sie möchten, wenn Sie keine Erfahrung haben, dann ist er der beste Adressent, ja? Verstehen Sie? Und meine Aufgabe ist, wie gesagt, wir registrieren jetzt Ihr Account, aktivieren, machen die Initial Einzahlung und da soll ich noch ein paar Wir aktivieren Ihren Trading-Account, ja? Ja, das habe ich verstanden. Gut, aktivieren Account. Ich fülle ein paar Angaben, Daten auf, ja, in Ihrem Profil bei unserem System. Dann übergebe ich all diese Daten an unsere Finanzabteilung. Und unser Finanzberater wird mit Ihnen Kontakt aufnehmen. Später, ja, wenn wir das jetzt machen, das vielleicht heute noch, schließe ich nicht aus. Aber spätestens morgen früh wird mit ihm Kontakt aufnehmen und wie gesagt, mit dem können Sie alle weiteren Sachen klären, welche Sie interessieren, was genau auf also den Trading betrifft. Jo, das will ich ja lernen, das muss ich ja lernen. Ja, können Sie freilich bei uns auch. Wir haben auch Kurse. Da können Sie, ja, solche... Nee, ich meine, ich muss ja nur lernen, wie das geht bei Ihnen. Mehr muss ich ja gar nicht, oder was? Na, eigentlich so tief auskennen in solchen Sachen müssen Sie nicht. Ja, wie gesagt, Sie haben Unterstützung von unserem Finanzberater. Sie bekommen von uns ebenso einen Trading-Roboter, also Trading-Software. Den können Sie ebenso gratis nutzen. Wenn Sie einfach einlegen und sagen, okay, ich verlasse mich völlig auf den Roboter oder Finanzberater, das geht auch so. Das ist kein Problem. Jo, und wo handle ich denn? Dass Sie, ja, wie gesagt, Sie können handeln bei uns mit Rohstoffen, auch mit Aktien. Ja, Rohstoffen haben Sie gemeint, Öl, das ist klar, das ist überhaupt kein Thema, können Sie. Aktien auch mit Kryptowährungen geht bei uns freilich. Ah, ist das auf die Börse? Das ist auf der Börse, ja, wir haben eine Trading-Plattform. Jo, welche ist denn das? Trading-Plattform Ölprofit, ja. Oh jo, das ist die. Gut, und auf welche Börse ja, handle genau. ich denn? Wir handeln an den wichtigsten Weltbörsen.
Ja. Wo sind die denn? Na, zum Beispiel in London ist die Commodity-Börse, ja? Wissen Sie das? Jo, gut, wenn das so ist. Sie sind doch Profi. Ich persönlich? Bitte? Was bitte? Was meinen Sie? Profi? Ja, haben Sie gesagt? Ja, Sie sind doch Profi. Ich ja nicht. Ja, wir sind Profis. Natürlich, unsere Mitarbeiter, unsere Finanzberater, Finanzexperte, Analysten, die sind versteckte Profis, würde ich sagen. Versteckte? Wieso versteckt? Müssen die sich verstecken? Warum denn? Was meinen Sie unter verstecken? Sie haben doch gesagt, dass Sie versteckte Profis. Perfekte, nicht versteckte. Ach, perfekte. Natürlich. Jo, haben Sie denn jetzt schon die E-Mail geschickt? Weil doch habe ich keine gefunden. Moment. Ich schicke das jetzt gerade. Habe ich noch nicht. Vielleicht. Moment. Jetzt habe ich geschickt. Jo, aber noch ist nichts da. Müssen vielleicht ein bisschen warten. Jo, dann warten wir ein bisschen. Haben Sie? Nee, habe ich nicht gefunden. Ist nichts da. Sie können auch unter Spam prüfen, weil... So, jetzt ist da was gekommen. Und was ist das für ein Link? Das ist ein Link von unserem Partnerschaftszahlungssystem. Das benutzen wir, das System, um Geldmittel unserer Kunden sicher und schnell auf unsere Accounts bei unserem System, ihre Accounts bei unserem System zu transferieren, also überweisen. Jo, aber was Sie mir gerade so auffallen tut, Sie sind doch von Ölprofit, ne? Ja. Die E-Mail kommt ja von dem Gmail-Konto. Haben Sie keine Firmen-E-Mail? Haben wir keine. Wie eine Firma ohne Firmen-E-Mail-Adresse? Na was? Jede Firma hat doch eine Firmen-E-Mail-Adresse. Nein, ich habe nicht hier. Oh Mann. Ich glaube, dann sind Sie nicht seriös, oder? Jede richtige Firma hat doch eine Firmen-E-Mail-Adresse. Nicht alle, warum? Doch, jede richtige Firma, das seriöse Firma, hat eine Firmen-E-Mail-Adresse. Mercedes würde ja auch keine E-Mail schreiben von Bugatti. Das ist es nicht, Bugatti. Das ist einfach... Ja, Mercedes würde ja auch nur von Mercedes schreiben und nicht von Gmail. Warum? Warum? Auch von Gmail geht es. Ja, aber das ist nicht seriös. Mercedes schreibt nur mit Mercedes-E-Mail-Adresse und nicht mit Gmail. Mhm. Ja, verstehe nicht, was Sie meinen. Oh, ist doch eigentlich ganz, das habe ich doch ganz klar gesagt. Mhm. Verstehen Sie nicht so gut Deutsch? Ich verstehe alles, was Sie sagen. Ja, dann ist doch das eine klare Frage. Warum haben Sie keine Firmen-E-Mail-Adresse? Ne, brauchen wir nicht, haben nicht. Ja, dann müssen Sie bestimmt keine seriöse Firma sein. Jede seriöse Firma hat eine Firmen-E-Mail-Adresse. Nein, wir sind eine seriöse Firma. Aber wenn Sie so seriös sind, dann haben Sie doch bestimmt auch eine Händlerlizenz, oder? Ja, haben wir bestimmt. Da muss ich bloß auch bei der Finanzabteilung nachfragen. Jo, dann fragen Sie mal.
Na, Moment bitte, ich frage nach. Jo. Hallo? Jo. Schönen guten Tag. Spreche ich mit Herrn Werner Brummer ans Telefon, bitte? Ja, ist richtig. Freut mich. Danke für die Antwort zuerst einmal. Mein Name ist Oliver Molina von der Firma CryptoPilotBot. Ja? Ja. Okay. Entschuldigung, das ist die Story jetzt, zuerst einmal. Wir sind eine Online-Trading-Firma und würde ich Ihnen ein paar Informationen erklären über die vollautomatische Handelssystem. Und wie kommen Sie da auf meinen Namen, auf meine Nummer? Okay. Sie haben eine Anmeldung bei uns getätigt im Bereich Online-Trading. Ihr Datum hat bei unserer Plattform gekommen. Deswegen habe ich auch Ihnen angerufen. Ich habe mich bei Ihrer Plattform angemeldet. Auf Bitcoin Premium. Haben Sie Interesse gezeigt? Ist das richtig? Weiß ich gar nicht. Nennen Sie mir mal Ihre Webseite, dann gucke ich mir die an, ob ich da drauf war. Okay. Ja. Darf ich fragen? Haben Sie Erfahrung an Investitionen? Hallo? Haben Sie meine Frage verstanden? Haben Sie meine Frage verstanden? Ja, habe ich das verstanden. Ja gut, dann sagen Sie mal Ihre Webseite. Hallo, ja, ich begrüße Sie. Bin ich richtig mit der Werner? Hallo? Bremer am Telefon? Wer ist da jetzt? Ja, bin ich hier. Wer ist denn da jetzt? Hier spricht Patrick James am Apparat, Herr Bremer. Ja, und? Sie haben gerade mit einer von meinen Kollegen gesprochen. Ja, warum wird man nicht gesagt, dass man weitergeleitet wird an jemand anders? Warum ist das nicht Usus bei Ihnen? Natürlich, ja. Der hat mir einfach Ihren Anruf weitergeleitet, okay? Ja, und Werner, warum? Damit Sie können. Und warum? Weil ich kann das besser erklären, natürlich, damit Sie alles sehr gut verstehen können. Ja. Okay. Ich melde mich von CryptoPilotBot. Ja. Das sagte der Kollege auch das schon. Okay. CryptoPilot ist eine Handelsplattform am Internet, wo bieten wir die vollautomatisierten Handelssystem für Kryptowährungen. Herr Bremer. Ja. Das ist ein vollautomatisierter Handelssystem, arbeitet für sich automatisch, kauft Kryptowährungen von einem Marketplatz für einen Wert, wo billiger sind, und verkauft es weiter bei dem nächsten Marketplatz, wo teuer ist. Arbeitet mit Preisdifferenzen. Okay? Ist verbunden mit 25 verschiedenen Crypto-Exchanges. Unser System macht selber die Analyse, wo kann der billig verkaufen und wo kann der weiter teuer verkaufen. Herr Bremer. Arbeitet mit Kryptowährungen. Haben Sie soweit verstanden, bitte? Ja, so halbwegs. So halbwegs, ja. Okay. Sie können gerne tägliche Profite erreichen durch diese Software. Okay? Ja. Dieses System macht für Sie 30 Trades pro Stunde und 27 Trades am Tag. Na, das passt ja Sie nicht. 30 Trades pro Stunde wären ja dann nach 8 Stunden Arbeitstag 80 Trades und nicht 27. Nein. Doch. In 24 Stunden haben Sie 27 Trades. Ja, dann stimmt das ja mit den 30 Trades pro Stunde nicht. Stimmt natürlich, ja, weil 10 Stunden sind, für 10 Stunden ist das System macht natürlich 300 Transaktionen, in 20 Stunden 600 und in letzten 4 Stunden 120. Dann natürlich stimmt 27 Trades in 24 27, Stunden. Herr Bremer. 27, meinen Sie 720? Genau. Ja, Sie haben gesagt 27.
27. Nein. Doch, haben Sie gesagt. 27. 27 ist 27. Ja, dann haben Sie recht. Ja. Haben Sie recht, Herr Brunner. Okay. Ich habe mit meinem Kopf gemeint, 720. Ja, dann heißt das 27. Sie sprechen halt sehr schlecht Deutsch. Habe ich einen Fehler gemacht, natürlich. Ja, das liegt weil daran, dass Sie sehr schlecht Deutsch sprechen. Weil Deutscher ist nicht meine Muttersprache. Welches ist denn Ihre Muttersprache? Ich kann Spanisch gerne sprechen. Ah, Sie sind Spanier? Ich komme aus Argentinien. Ach, aus Argentinien. Mhm. Würde ich so nicht sagen, weil Spanisch ist Ihre Aussprache nicht. Aber egal. Ich war in Deutschland für ein paar Jahre, da habe ich auch ein bisschen gewohnt in Deutschland, in Österreich ein bisschen auch. Jetzt bin ich natürlich in London seit 4 Jahren, Herr Brömer. Ja gut, aber deswegen Argentinisch, natürlich. Spanisch ist Ihre Aussprache nicht. Aber egal, oh, gut. So, Ihr Kollege sagte, ich hätte mich irgendwo registriert. Ihre Webseite würde ich dann gerne mal ansehen. Genau, die Anmeldung haben Sie gemacht bei Bitcoin Premium. Okay, Bitcoin Premium kann ist ich mich, unsere kann, Werbung. Kann ich mich nicht dran erinnern, da müsste ich auf Ihrer Webseite gewesen sein. Wie heißt Ihre Webseite? Müssen Sie einfach schreiben Bitcoin Premium. Nee, ich möchte gerne... Hallo? Lass mich bitte ausreden. Bitte. Ich möchte gerne Ihre Webseite wissen. Also, www.bitcoinpremium. Bitcoin. I wie Ida. Ja. Premium. Paula, Richard, Emil, Martha, Ida, Udo, Martha. Premium. Es würde geschrieben. .de.com. .com. .com. Da soll ich mich eingetragen haben. Genau. So, Bitcoin Premium. Genau. Da haben Sie eine Werbung gesehen. Und da natürlich sind Sie dran registriert, Herr Werner. Ha? Bitcoin Premium? Bitcoin Premium. Das ist das erste Mal, dass ich diese Webseite sehe. Ja, kann auch sein, ja, weiß ich auch nicht. Ja, Sie müssen auch für Ihre Daten aufpassen, Herr Brümmer. Ja, einfach habe ich hier Ihre Anmeldungsdaten erhalten. Ja, von wem denn? Mit Ihrem E-Mail-Adresse. Von wem denn? Werner. Von wem haben Sie die erhalten? Werner. Von wem haben Sie meine Daten nicht. Erhalten? Keine Ahnung. Ach, Sie wissen gar nicht, von wem Sie Ihre Daten gekauft haben? Nein. Ich habe Ihre Daten überhaupt nichts gekauft. Ja, wo haben Wir Sie da meine... Am Internet. Wo haben Sie meine Daten denn herbekommen? Warum schreien Sie erst mal? Ich schreie doch gar nicht. Okay. Jetzt erkläre ich Ihnen, wo Ihre Daten wir gefunden haben. Ja, genau. Okay? Wir machen für unsere Kunden Werbungen am Internet. Wo können Sie unsere Werbung draufschauen? Und natürlich, wenn Sie Interesse haben, können Sie Ihre Daten da natürlich eingeben. Und einer von unseren Mitarbeitern ruft Ihnen an zum Erklären. Okay? Haben ja. Sie verstanden, bitte? Ja, weil ich habe mich auf Ihrer Webseite war ich noch nicht, denn ich habe mich. Diese Webseite sehe ich das erste Mal. Okay. Vielleicht haben Sie es voll vergessen. Wo weiß Nein, das habe ich. Wann habe ich mich denn da angemeldet? Okay. Sie haben bevor 3 Monate angemeldet. Nee. Habe ich nicht. Aber Sie sind ja sehr schnell, wenn Sie dann nach 3 Monaten sich schon melden. Wir haben Ihnen einfach nur einmal versucht zu erreichen. Wann denn? Erfolglos. Wann denn? Am Anfang, bevor 3 Monate, wo ja, wir komisch. Die Anmeldung hier bekommen Warum haben Sie da nicht auf meinen Anrufbeantworter gesprochen?
Bei Mailbox meinen Sie? Richtig. Einfach haben wir das nicht gemacht. Ja, einfach haben wir das nicht gemacht. Okay. Und jetzt, was wollen Sie machen, bitte, Herr Brömer? Wie, was wollen Sie denn? Weswegen rufen Sie denn jetzt an? Am besten, wir legen auf, ja? Ja, dann legen Sie doch auf. Ich muss auch meine Zeit sparen. Ja, dann legen Sie doch auf, wenn Sie kein Geld verdienen wollen. Alter. Ja. Hallo. 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 Sind Sie mit Stefan? Hallo. Wer ist denn da bitte? Hören Sie mich bitte? Ja, ich höre Sie bitte. Hallo. Hallo. Ich spreche gerade mit Stefan. Stefan Meyer? Ja, wer ist denn da bitte? Ja. Ich bin Charlotte. Charlotte Stiller. Bitte was? Ich verstehe Sie leider. Charlotte Stiller am Apparat. Ja, Sie sprechen sehr undeutlich. Wie ist Ihr Name? Was? Wie ist Ihr Name? Sie sprechen sehr undeutlich. Ja, ich bin Charlotte. Charlotte Stiller. Und Charlotte Stiller. Ja. Und ich rufe Ihnen jetzt gerade von Blockchain. Von Blockchain? Was ist Blockchain? Blockchain ist ein dezentralisiertes System, wo sind alle die Transaktionen blockiert von diesen Institutionen, die Kunden. Bitte was? Sie sprechen sehr schlecht Deutsch. Ich verstehe Sie leider nicht. Ja. Blockchain ist ein dezentralisiertes System, wo sind alle die Transaktionen blockiert von dieser Region. Die Kunden haben früher gemacht. Ja und? Was geht das mich an? Ja, weil ich in meinem System ich sehe, Sie haben eine schlechte Erfahrung. Ist das richtig? In welchem System sehen Sie das? Ja, ich habe gerade geguckt in meinem System. Ja, welches System ist das, wo Sie dieses sehen? Ich habe bei meinem System Ihre Wallet-Adresse, das Sie benutzt haben mit dem Adressfirma. So, welches System ist denn das? Blockchain. Auf Ihr System ist Blockchain. Ja. Blockchain ist ein dezentralisiertes System. Das haben Sie schon mehrfach gesagt. Sie müssen das nicht mehrfach wiederholen. Sie müssen nur klar und deutlich reden und den Mund aufmachen beim Reden. So, ja, und was Sie wollen Sie jetzt? Das haben Sie auch schon mehrfach gefragt. Was wollen Sie denn jetzt von mir? Ich sehe in meinem System, dass Sie haben eine schlechte Erfahrung mit Online-Systemen. Das sagt Sie auch. Was wollen Sie jetzt von mir? Hören Sie mich bitte? Ja, immer noch. Ja? Ja, was wollen Sie denn jetzt von mir? Was? Bitte? Was wollen Sie von mir? Hören Sie mich bitte? Wie oft wollen Sie das noch fragen? Ist das richtig, dass Sie haben eine schlechte Erfahrung mit Ihnen? Meine Frage ist, was wollen Sie? Wollen Sie mich nur fragen, ob ich eine schlechte Erfahrung gemacht habe, oder wollen Sie noch irgendwas? Hören Sie mich bitte! Entschuldigung. Ja, was denn nun? Na, was ist los? Ist hier der Text ausgegangen? Jo. Jo, hallo. Hallo. Jo. Hallo, ich spreche gerade mit Stefan Meyer. Ja, wer ist da bitte?
freut mich. Ich bin Charlotte, Charlotte Stieler. Ja, und? Ja. Und ich rufe Ihnen jetzt gerade von Blockchain. Aha. Weil ich habe in meinem System, ich sehe, dass ich habe eine schlechte Erfahrung. Ist das richtig? In welchem System sehen Sie das? Ich habe gerade in meinem System. Ja, in welchem System? Was bitte? In welchem System? In Blockchain. Ihr System ist Blockchain. Hören Sie mich bitte? Hören Sie mich bitte? Ja, Blockchain ist ein dezentralisiertes System, wo Sie sind alle die Transaktionen blockiert von dieser Institution. Die Kunden haben früher gemacht. Und das ist Ihr System und Sie sehen das? Hören Sie mich bitte? Hören Sie mich bitte? Hallo? Hallo? Haben interessiert? Haben interessiert? Was denn? Bitte? Von investieren. Ach, Sie wollen, dass ich investiere? Ja. Ach, und warum? Die Blockchain ist ja was anderes. Das ist ja keine Plattform zum Investieren. Ja. Ja, genau. Eine Blockchain ist was anderes. Können Sie bitte mit mehr erklären über diese schlechte Erfahrung? Ich habe keine schlechte Erfahrung. Sie haben nicht Erfahrung schlechte. Genau. Okay. Ich habe nur eine schlechte Erfahrung. Soll ich Ihnen sagen, wo ich eine schlechte Erfahrung habe? Sie haben schlechte Erfahrung? Nein. Ja oder nein? Verstehen Sie Deutsch? Nein, ne? Sie verstehen gar kein Deutsch. Hallo? Ja, hallo, genau. Sie verstehen kein Deutsch. Ich verstehe Deutsch. Ja, was habe ich denn eben gesagt? Wiederholen Sie bitte. Hallo? Ja, hallo, können Sie schon sagen. Ich habe jetzt bei meinem System Ihre Wallet-Adresse, das Sie benutzt haben mit der anderen Firma. Okay, dann lesen Sie mal meine Wallet-Adresse vor. Ja, und in diese Wallet-Adresse... Ja, dann lesen Sie mal bitte meine Wallet-Adresse vor. Wo habe ich eine Wallet und wie ist die Nummer dieser Adresse? Wallet-Adresse sind blockiert, das Geld, das Sie verloren haben. Wallet-Adresse ist blockiert, das Geld, was Sie haben. Lernen Sie doch mal ein bisschen Deutsch. Sie verstehen gar kein Wort von dem, was ich sage. Dann lesen Sie mal meine Wallet-Adresse vor. Jo, moin. Oh, ist das Morgan bei Ihnen, Herr Bergmann? Jo, moin, wer ist denn da? Helene Stein ist am Apparat, Herr Bergmann. Ah, jo. Guten Morgen. Jo. Ja, Herr Bergmann, Sie haben sich für Finanzmarkt registriert, soweit ich es verfolgen kann. Jo, das ist richtig, ne? Und wie möchten Sie bitte einzahlen? Jo, das weiß ich noch nicht genau. Was bieten Sie denn an als Firma so? Dann wie stellen Sie es vor?
Ihre Konto aufzuleiten? Welche Möglichkeiten? Jo, welche Einzahlung stellen Sie sich vor? Was bieten Sie da an, hatte ich gefragt. Oder welche würden Sie bevorzugen? Welche bieten Sie denn an, habe ich gefragt. Bargeld abholen? Bitte? Ich bin gerade dabei, ja? Nicht aufregen, bitte. Wer richtet sich denn hier nicht auf? Nicht aufregen. Verstehen Sie ich meine bin gerade Sprache? Dabei. Verstehen Sie meine Sprache? Sehr gut. Ich habe es in Wehrmachtzeiten gelernt. In Wehrmachtzeiten? So alt sind Sie schon? Mhm. Oh Mann, da sind Sie ja bestimmt über 80, ne? Über 90 sogar. Über 90, das hört man. Jo, und was nu? Mhm. Mhm. So, dann dürfen wir wieder über das Geschäft sprechen oder möchten Sie mich nochmal verkleinern? Wie ist das Ihnen lieber? Was verkleinern? Wie soll ich Sie denn verkleinern? Soll ich Sie schrumpfen oder was? Verkleinern? Verkleinern ist ein deutsches Wort. Man meint damit, dass Sie versuchen, mich zu vermeiden, also zu beleidigen. Wo will ich Sie denn beleidigen? Wo habe ich Sie denn beleidigt? Können Sie mir das mal erklären? Ja. Ja, dann erklären Sie mit mal. Mit dem Alter einmal, mit dem das, dass Sie mein Sie haben Deutsch doch, nicht verstehen, ist das Sie, nicht Beleidigung, meinen Sie, Herr Hartmann? Sie haben doch gesagt, dass Sie das bei der Wehrmacht Sie gelernt sind aber haben. Sehr laut. Etwas. Ja, und Sie sind sehr leise. Nicht. Und Sie sind sehr leise. Sie haben das gesagt, ja, bla 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 bla. Ja, eben. Und wenn man in der Wehrmacht was gelernt hat, dann muss man ja sehr alt sein. Das war keine Beleidigung. Sammeln Sie eigentlich permanent dazwischen? Aha. Aber Wehrmacht ist Beleidigung. Sind Sie der Meinung, dass Wehrmacht Beleidigung ist? Nein. Ich habe, Sie verstehen ja gar nicht Deutsch. Ja, dann wieso? Ja, dann wieso? Sie haben gesagt, dass Sie das in der Wehrmacht... Lassen Sie mich ausreden! So, nun mal nicht dazwischen sammeln. Sie haben mich was gefragt und ich antworte. Also, Sie haben Herr gesagt... Bergmann, Sie haben gesagt... Wer ist jetzt hier aufgeregt? ich lache dich aus, dummer Scammer. Das tue ich. Ich lach dich aus. Du bist ein dummer Betrüger. Ja, ne, ist lustig. Findest du lustig, ne? Herr Bergmann, Sie sind lachen ein deutscher Schwein. Ein deutscher Schwein. Ja. Und Sie sind ein Scammer. Ich kenne Sie schon. Ja, ich Sie auch. Genau. Genau. Oder Kartoffel vielleicht, lieber. Oh, Kartoffel, ja. Gut, machen Sie weiter so, ja? Ja, natürlich. Jede Menge. Immer wieder hast du... Unglaublich. Erst sagt sie, sie hätte es in der Wehrmacht gelernt und ist dann beleidigt, wenn man ihr Alter schätzt. Manchmal frage ich mich, was in den Köpfen solcher Betrüger vorgeht. Aber sehr lange frage ich mich das nicht, denn mit normalem Menschenverstand ist das nicht ansatzweise nachvollziehbar. So, das war's für dieses Jahr. Bleibt mir nur noch, euch einen guten Rutsch zu wünschen und euch für das neue Jahr mit neuen Videos und alten Scammern einzuladen. Ihr könnt euch auch auf das nächste Sonntagsvideo freuen, denn da habe ich eine Firma über mehrere Wochen aufs Korn genommen, die dann nach 7 Anrufen so richtig ausfallend wurde. Ich denke, ihr werdet Spaß dabei haben. Nun feiert gut heute Nacht und lasst es nicht zu doll krachen. Euer Callcenter-Crasher.